Moin, moin, Leute, und willkommen zurück zu Outlast. Wir haben gerade in der kurzen Aufnahmepause an der Folge, die übermorgen kommt, also am nee, morgen 10. schon, ne? Ja, ne, genau, 10. am 10.5. schon mal rumgebastelt. Da haben Folge wir noch 11. ein kleines bisschen dran rumgeschnitten. Genau, die rendert jetzt im Hintergrund. Und ich glaube, das wird ein bisschen mehr als 20 Minuten dauern, bis sie durchgerendert ist. In der Zeit nehmen wir noch eine weitere Folge auf. Also dann, Leute, gehen wir es an. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass unser kleiner Walker da ein bisschen am Rumwalken ist. Kommt der hier auch direkt auf uns zu? Ist das vom Entwickler ernsthaft so gewollt? Ist es wahr? Der kommt hier direkt um die Ecke, wo ich da gerade ankomme. Der steht, der dreht gleich um. Ja, ich weiß. Ich muss ihn im Auge behalten. Geh lieber geradeaus und guck nicht mehr, wo er langläuft. Geh nicht ins Licht, geh nicht ins Wasser. Dreh dich nicht um. Du bist unter einer Laterne auf dem Stapel. Okay. Und sobald es geht, muss man mal reloaden wieder. Boah, hier brauchen wir jetzt aber auch gut Batterien, ich hoffe. Hier wäre auch eine coole Stelle gewesen, wenn er jetzt von unten was hochgeworfen hätte, dass wir runterfallen oder so. Was ist das für ein... Er war verletzt vom Runterfallen. Ach so. Da rein? Achso, sah aus wie ein Loch. Das ist ein Loch. Da kann ich mich nicht drin verstecken. Aber ich schwöre, die Walker kommt hier gleich wieder. Jetzt denkt sich jeder so, oh, hier sind wir in Sicherheit. Suchen wir mal in Ruhe, wo es weitergeht und dann. Loch? Aua. Ich war am Kriechen, anstatt zu laufen. Oh nein, hat er dort gespeichert? Bin ich aufgepasst? Ja, ich glaube schon. Ja. Wir haben zwei Batterien. Ich würde sagen, wir hatten vorher nur eine. Ja, ich glaube auch. Hat der gute Tristan doch recht gehabt. Okay, Walker kommt also nochmal zurück. Aus diesem dunklen Gang hier. Dann würde ich sagen, dann gehen wir hier mal hin. Und dann lassen wir den mal kommen. Wollen wir hier wieder hin? Hier ist Walker gerade hergekommen. Hier waren wir noch nicht, oder? Na, ist das nicht einfach die andere Hälfte des Gartens wieder? Ja, mach mich weiter. Ja. Hätten wir nicht in den Keller dort gewollt, wo er die Tür aufgemacht hat?
Ist doch egal. Spring! Wir müssen doch einfach nur zurück zum Tor. Müssen doch gar nicht da hoch. Hm, ich weiß. Aber der läuft halt auch rum. Das heißt, der verfolgt uns sofort. Ja, aber dort hinten verfolgt er uns doch auch erstmal wieder. Es wird ja die gleiche Szene einfach nochmal geschehen, denke ich. Aber wenn er jetzt auf dieser Seite ist, dann muss er ja wieder durch den Gang. Jetzt sind wir von hier aus schneller. Also sagst du von hier runter? Nein, jetzt kannst du es auch durchziehen. Jetzt sind wir ja gleich da. Bloß diesmal vielleicht auf den Palettenstapel am Ende springen. Okay, dann... Er springt automatisch daneben. Ich hoffe, es geht rechts runter. Oh Gott, der holt dich, oder? Mein Herz, Alter. Ja, der, nicht, dass der hier wieder irgendwo rumkommt, weil er einen Weg kennt oder einen Schlüssel hat. Wieder den. Notiz. Okay. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Sind wir da hergekommen? Ich glaube schon, ne? Nee. Oh, wieso zur Hölle gehen wir wieder rein? Wieso tust du das? Das wird nicht so einfach sein. Ist das jemand, der dort steht? Habe ich jetzt hingeguckt. Hier geradeaus im Quadrat. War das Walker?
Nee, dafür war er zu schnell, glaube ich. Ne? Hm. Ich hätte jetzt ja gesagt, aber... Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallwilder erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen, etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter den Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können, aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter dem Wand. Ich kenne es. Wir schauen uns erstmal hier wieder um. Okay. Hier was zum Verstecken? Nicht wirklich. Die Tür noch mehr. Ich höre, wir hören gleich Kettengerassel. Wallrider und Albträume. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab vom MRD. Murkoff Corp. Hinweis: Nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider oder auch Alb oder Mara oder Schrat genannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert, nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Ma oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Gitt, Alter, ist das ein ekelhaftes Ding. Hui, Deibel.
haben wir schon drin. Ja. Sieht aus wie fast wie so ein Minecraft-Symbol. Sind wir hergekommen, oder? Ja. Okay. Dann heißt es jetzt hier durch. Da scheint gerade was, oder? Ich bin nur eingebildet. Okay, so. Jetzt wahrscheinlich immer noch hier. Hasenkrieg. Hier waren wir schon. Geht's hier in den Keller? Das ist ein anderer Kellerbereich. Auszug auf den Projekt Paperclip. Was ist nochmal Paperclip? Sagt mir auch irgendwie was. Achso, das war genau. Das war das nicht das Kriegsverbrecher-Ding, dass die Amerikaner, die zum Beispiel Werner von Braun und so rübergeholt haben, damit die Raketenforschung weitermachen und dann durften die dafür straffrei da rumleben? Ich weiß nicht mehr so genau. Object Agency Dokument. Nummer 8 von 186. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy oder Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Veränderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel des Programms ist, bestimmte herausragende deutsche oder österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Oh nein, Alter, muss hier eine Tür sein. Wir verlaufen uns hier hoffnungslos. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ich warte gerade auch nur auf den nächsten Speicherpunkt. Hier sind wir reingekommen. Okay, der Keller geführt also einmal in die Runde. Dann kommen wir jetzt hier wieder rein in die Lobby. Und dann ging es hier noch eine Etage nach oben. Anscheinend nicht. Kannst du rennen? Und springen? Oh, das wäre ein Versuch wert. Tatsächlich. Hast du den Pfeil hier gesehen, oder? Wir sind ein gutes Team. Das ist eine Batterie, aber es 19 Uhr. Habt ihr es gerade gehört? Minka springt hier gerade an dem Sessel hoch und will mir damit sagen, Futti. Wahrscheinlich gerade Schlüssel, ne? Okay, hier müssen wir also weiter. Wir müssen aber erst den Schlüssel finden. Ja, genau. Du kannst sie über die oberen Flure erreichen, oder was wollt ihr uns damit sagen? Hm? Ich
immer, ob hier noch irgendwo Batterien liegen. Falls irgendjemand irgendwo sieht, dass wir eine Batterie übersehen haben, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo. Es wird uns zwar im Nachhinein nichts mehr nutzen, aber... Gespeichert. Stopp. Escape. Aufnahmepause. Okay. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Dann machen wir an der Stelle eine Aufnahmepause. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt erstmal eine kleine Pause machen kann. Die gute Sarah wird jetzt eben die Videos weiterschneiden, glaube ich. Und ich mache in der Zwischenzeit dann die Wohnzimmerlampe. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir jetzt, es ist jetzt 19 Uhr, ob wir zu späterer Stunde noch ein kleines bisschen länger aufnehmen. Oder sonst sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Die, egal wann wir damit anfangen, für euch ist es dann ja übermorgen. Also dann, bis später. Ciao.